Hi und herzlich willkommen zu unserer Die Sims 4, das perfekte Erbe-Challenge. Also die das perfekte Erbe-Challenge. Wir machen direkt weiter. Ich rede gar nicht lang. Wir haben den letzten Part gerade eben aufgenommen. Wir sind jetzt wieder am Start. Wir haben den Geburtstag von Ophelia gefeiert und wir haben ihr Zimmer umgebaut. Es ist super, super schön geworden. Ich liebe es. So sieht es gerade aus. Da schläft unsere kleine Prinzessin auch schon. Und ich glaube, wir haben das einfach, also ich würde sagen, wir haben es einfach richtig, richtig gut hingekriegt. Ne? Ja, unser Sohn Phoenix schläft auch, der hat morgen seinen nächsten Schultag und Dakota ist gerade von der Arbeit gekommen. Was ist das denn für ein geiles Arbeitsoutfit, bitte? Guckt. Oh Gott, bestimmt habe ich unter dem letzten Part jetzt ganz viele Sachen von wegen, hey, dein Sim wurde gerade befördert. Oh mein Gott. Guck mal, Leute, wir wurden befördert. Oh mein Gott. Deswegen hat sie so ein sexy Outfit an. Ich glaub's nicht. Schaut mal, Dakota wurde befördert und ist jetzt Sim in Black. Oh mein Gott, ist das cool. Die Kommentare werden wir übrigens im nächsten Part wieder lesen. Wir haben jetzt drei Parts sozusagen aufgenommen und dann werden wir wieder die Kommentare lesen und anzeigen. Also, was ihr hier drunter schreibt, werden wir dann im nächsten Part auch zeigen. Genau. Wir verdienen jetzt 138 Simoleons mehr die Stunde. Wir haben jetzt einen Stundenlohn von 464 Simoleons, was insane ist. Und wir haben einen Bonus von 4500 Simoleons bekommen, was wirklich auch sehr, sehr viel Geld ist. Das ist ja wirklich verrückt, Leute. Verrückt. Und was wir noch haben, neue Kleider und eine Tapferkeitsmedaille. Das heißt, glaube ich, dass wir jetzt die letzte Tapferkeitsmedaille gekriegt haben. Kann das sein, dass es die letzte war? Ich glaube fast, ne? Ey, ich glaube fast. Leute, das ist die letzte Tapferkeitsmedaille. Es ist halt wirklich, oh mein Gott. Haben wir jetzt Karriere auf Max? Nee, wir haben noch eine Stufe und das ist verdeckte Operateurin. Operatorin. Crazy. Schaut's euch mal an. Das ist ja wirklich cool. Also wirklich nice, Leute. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass wir das heute auch noch schaffen. Wir haben jetzt viel geschafft. Ne? Also alleine schon den Erfolg, dass wir... die Verlobung, ach, ist auch egal, auf jeden Fall viel, ne? 10 Schachzüge im Voraus planen. Oh. Was ist das? Muss ich Schach spielen dafür? Wieso? Das ist ihre Tagesaufgabe. Oh mein Gott, das hört sich kompliziert an. Naja, let's have a look. Gut. Schön. Wir wurden befördert. Super geil. Großartig. Outfit ist sehr sexy, liebe ich sehr. Und wir werden schlafen müssen. Wobei, es ist 2 Uhr morgens und sie muss eigentlich gar nicht schlafen. Wir werden sie ein bisschen Fernsehen schauen lassen, weil sie ist jetzt ein bisschen aufgewühlt von der Arbeit, muss erstmal runterkommen und dann kann sie ins Bett gehen. Und Anni, hallöchen, schön, dass du reinschaust. Wie geht's dir? Sie sieht so cool aus. Nee, wir haben noch eine. Wir sind in der letzten Stufe? Oh mein Gott. Wir haben Level 10 der Karriere erreicht. Wir haben unser Bestreben erreicht. Und wir haben unser Sammelobjekt erfolgreich gemacht, Leute. Die Generation ist final, ne? Die ist finished, die Generation. GG? Das ist ja verrückt. Ich muss jetzt erstmal kurz die Regeln angucken. Das ist ja crazy. Ja, wir wollen jetzt nochmal ein Baby machen. Aber ich will jetzt erstmal noch die Hochzeit machen. Oh mein Gott, krass. So, warte mal. Wie mal Erwachsener, bla bla, erkunde die Welt. Wir waren in jedem Stadtteil, in dem wir leben. Da waren wir überall. Wenn du dein Bestreben abgeschlossen hast, dann vervollständigt hast, oder wir haben alles drei einfach, dann können wir deinen Erben, den letzten Erben bekommen, also den, der die das Erbe, ne? Erbe jetzt. So, veranstalte bei einer Geburt, ja, das haben wir auch gemacht, du darfst die nächste Generation starten, mit der Familie in die nächste Welt ziehen, sobald dein Erbe geboren ist, dein Sammelobjekt vervollständigt, Karriere auf 10 und das Bestreben abgeschlossen ist. Genau, theoretisch dürfen wir umziehen. Aber wir haben ja unseren Erbe noch nicht geboren, also können wir noch nicht umziehen. Also das müssen wir schon noch machen, ne? Die nächste Generation wird dann tatsächlich Koch. Also da werden wir uns mit dem Hobbyküchenthema auseinandersetzen, experimentelle Speisen, Meisterkoch und so weiter und so weiter. Sie macht sich nicht auf die Suche nach ihren Wurzeln. Sie will deswegen, also sie will ihre eigene perfekte Familie gründen und interessiert sich nicht wirklich dafür, woher sie kommt. Das war von Anfang an relativ klar bei ihr gewesen. So, dann geh doch mal pieseln, duschen und dann ab ins Bett, meine Liebe. Schlaf noch eine Runde. Oh mein Gott, ja. Mhm.
Mit dem neuen Pack? Ja, ich will das neue Pack mit integrieren, dass unser Kind dann praktisch auch versucht, schon mal einen kleinen, ja, so einen Hofladen aufzumachen und sowas. Genau. Sie hat auch ihr Bestreben schon abgeschlossen, Natalie, alles. Würde Dakota vielleicht ein neues Bestreben geben? Vielleicht Supermutter oder so? Ja, das könnte ich mir auch vorstellen, dass wir einfach noch eins anfangen, ne? Ihr Lieben auf YouTube, ich bin wieder zurück. Wir hatten gerade eine ganz kurze Pause. So. Genau, wir hatten die Verlobung jetzt und den Geburtstag von Ophelia. Ich glaube, dass wir dann... Oh, die Maus hat so Hunger, ne? Ich hoffe, die hält es noch ein bisschen aus. Big Summer Blowout. Okay, gut. Ich wollte eigentlich sonntags die Dings starten, ne? Hm. Wir haben zum Glück Wochenende. Jasmin, ey. Das wird mir schwindelig, wenn ich sowas lese. Ich muss das zerstören. Die kann das leider nicht wegräumen. So, unser Sohnemann ist schon wach. Perfekt. Du kannst mal duschen gehen. Okay, dann macht sie erst ein bisschen Sport. Wir wollten eine Void-Kreatur-Karte holen, ne? Das soll er sich mal am PC bestellen. Hey Dad, darf ich mir ein Booster-Pack kaufen? Für was denn? Für die Spielekonsole, bitte, Dad. Ich brauch die unbedingt. Ja, na klar, Schatz. Kauf dir, was du brauchst. Aber es kostet ein bisschen Simoleons. Wie viele denn? 125? Ja, klar. Kannst du machen. Aber du solltest sparsamer ein bisschen umgehen. Ja, ja, okay, Dad. Oh mein Gott, warte mal. Das ist doch auch ein Sammelobjekt, oder? Oh mein Gott, wie cool! Das ist ja auch ein Sammelobjekt, Leute. Ja, das sammeln wir jetzt halt auch, ne? Also das sammeln wir jetzt automatisch. Das könnte auch was sein, was wir für die ganze Generation sammeln, dass die Kids immer mit diesen Void-Karten spielen. Mili, willkommen zurück. Mimi, hallöchen, meine Liebe, wie geht's dir? Hallo, Hilfe, ich schub immer noch Sisi. Fernandra, Entschuldigung, hörst du jetzt bitte auf? Cool, oder? Ja, okay. Ja. Und ich mach das nur ein bisschen Spaß, die zu öffnen, ne? Oh, wir haben so viele coole Weinkarten jetzt gekriegt. Sind die doppelt? Meduso. Können wir die tauschen auch mit anderen Kindern? Ich spiele mit Sisi, auf jeden Fall, ja. Er soll mal damit spielen. Ich will jetzt wissen, wie das funktioniert. Oh. Daddy, du musst den Staubsauger anschmeißen, bitte. Oh, stimmt, der hat doch noch im letzten Stream sein Buch geschrieben. Dann können wir das mal verlegen. Warte mal, nee, wir werden erstmal die Postkartengeschichte angehen. Er soll nochmal wegen seinem Brieffreund gucken. Yes, hello. Antwort auf Brieffreund checken machen wir. Okay, alles Roger hier. Baut er da irgendeine Fähigkeit bei auf? Mein neuer Brieffreund wohnt in Twinbrook. Ich habe mich schon immer für die Sümpfe interessiert. Cool. Ja, dann geh doch mal in den Briefkasten und schau mal, ob da irgendwas rein... Nee, ist nichts drin. Okay. Dann kopieren wir mal das Buch. Und dann kann er das verkaufen oder verlegen. Oh, was will denn Tyler schon wieder hier? Flower Girl, Hallöchen, Zeit zu speichern. Na klaro, machen wir mal.
Das Haus ist sehr schön geworden. Dankeschön. Sunny, schön, dass du da warst. Ganz viel Spaß euch und bis zum nächsten Mal. Oder bis später, genau. Würde mich freuen. Viel Spaß. So, hat er die Void-Kreatur immer noch jetzt? Ja, ne? Wait, Stärke Level 1. Werden die auch stärker, wenn er die trainiert? Er soll Lavandula mal trainieren. Wie cool, ich habe noch nie mit diesen Void-Kreaturen gespielt. Ich glaube, der Dings ist voll. Oh. Er hasst zwar reparieren, aber... Hey Jules, alles gut? Hey Tyler meine ich. Alles gut? Ja, ja, alles gut. Wie geht's euch? Nee! Es reicht mir jetzt mit Tyler. Wirklich, es reicht mir wirklich. Hey, da... Nein, ich kann das nicht machen. Ich kann doch nicht machen, dass die flirten. Ich breche das jetzt ab, Leute. Mich stört das. Ich finde es auch für die Geschichte bescheuert. Also ich würde das ja einbinden, wenn das eine spannende Geschichte wäre. Aber das ist keine gute Geschichte. Das geht nicht. Also, was ist denn das für eine Geschichte? Oder? Das wäre doch schade. Ja, mein Zimmer hat auch mit dem Blumenhase geflirtet. Ich find's halt irgendwie schade. Ich mache jetzt mal bitten, nur Freund zu sein. Einfach damit die Beziehungsleiste weggeht. Gut. Ganz bescheuert, ey. Und das habe ich mit ihm aber eigentlich auch schon gemacht. Meiner flirtet leider auch gerade richtig random. Hm. Ah, verstehe, Mimi. Aber Hauptsache, ihr hattet Spaß, ey. Das ist das Wichtigste. Haben Sie schon geheiratet? Mm-mm. Das wollten wir jetzt eigentlich machen. Was heißt eigentlich? Das werden wir jetzt machen. Okay, die Void-Kreatur ist immer noch Level 1. Na gut, wir werden es mal beobachten. Werf das mal bitte weg. Oh, er mag tanzen nicht. Ophelia, was ist mit dir los? Oh, Mausebär! Sie kann sie doch wieder nicht hochnehmen. Und warum? Und warum? Wir müssen leider warten, bis sie selbst... Oh mein Gott, Leute. Was passiert denn hier gerade? Mhm. Mom, wenn ich groß bin, dann möchte ich unbedingt Ninja werden, weißt du? Was muss ich denn jetzt tun, wenn ich groß bin, Ninja werden will? Am besten versuchst du jetzt schon mal zu üben, wie man sich verbirgt. Das kannst du doch schon ganz gut. Iss, Ophelia, iss. Gutes Kind. Und dann kannst du bitte in die Windel machen, damit wir das erledigt haben. Gut. Gut gemacht, Mäusebärchen. Dann können wir dich wickeln. Natürlich müssen hier Windeln gewechselt werden. Ich sehe das doch. Ja, ich glaube, das ist oben zu eng, dass sie deswegen nicht hinkommen. Das Bett ist von Severinka. Okay, aber sonst geht's allen gut. An was können wir mit dir arbeiten, mein Schatz? Mental. Du könntest mal hochgehen. Was macht denn Tyler jetzt an seinem Schreibtisch? Naja. So, wir wickeln die Kleine jetzt mal und dann kommt sie in ein Schaumbad. Das macht ja bestimmt auch Spaß.
So, und ich wollte eigentlich die Hochzeit noch planen auf Samstag, ne? Können wir das jetzt bitte mal machen? Auf Sonntag meine ich. Ich habe gar keinen Junggesellenabschied gemacht. Und das Verlobungsessen ist auch nur auf. Naja, gut. Wir werden ja wahrscheinlich eh standesamtlich heiraten, aber wir wollen an dem Tag tanzen. Ein Hochzeitstanz, ein Kuss natürlich. Und ein Gelübde ablegen. Oh mein Gott, wie schön sieht das bitte aus? Hä, das ist doch schon das perfekte Standesamtkleid, oder? Ganz ehrlich. Leute, schaut mal bitte. Vor allen Dingen, er sieht auch voll... Ey, so können wir eigentlich direkt los. Oh, wie cool, Mary. Ganz viel Spaß euch. Ah nee, du bist wieder da. Du hast es gemacht. Oh, wie cool. Jetzt starte ich in den Cozy Sunday. Ey, schön. Das hört sich richtig klasse an. Dankeschön, Svenny. Ey, das sieht so schön aus. Das werden wir lassen, okay? Und die Hochzeit findet dann bei uns zu Hause statt. Wir werden... ach so. Ja, wir machen eine freie Trauung im Garten. Um 15 Uhr. Richtig schön. Das werden wir morgen machen. Da müssen wir eigentlich nur noch einen Bogen aufstellen. Familiendynamik ist streng. Das ist in Ordnung. So, und dann, wenn du jetzt Ophelia in die Wanne gepackt hast, kannst du das Baumhaus reparieren, weil... ja, unser Mann hat da leider gar keinen Bock drauf. Süß, hilfst du ihm? Och, er hat ihm gut zugeredet. Das ist ja süß. Ach, wir wollen auch an seinem Bestreben weiterarbeiten, ne? Schach spielen möchte er. Und Sturmherbst, die Hallöchen. Aber will sie nicht die perfekte Hochzeit? Das ist doch die perfekte Hochzeit. Also, das ist doch voll schön im Garten, eine freie Trauung mit den Liebsten. Das ist doch perfekt. Also, kann ich mir richtig gut vorstellen. Und Sarah, Hallöchen. Hat nichts mit Sims zu tun, aber ich habe gerade die Modern Warfare 3 Beta ausprobiert auf der PlayStation. Holt mich noch nicht so. Ja. Auf PC ist sie noch nicht verfügbar, weiß ich gar nicht. Also, ich habe nicht vor, das zu spielen, deswegen weiß ich es nicht. Keine Ahnung. Und Sternchen, Hallöchen. Na, ist doch süß, ne? Oh, süß. Daddy, spielst du mit? Nee, du kannst ruhig mitspielen. So, kleine Prinzessin. Du kannst jetzt hier mal ein bisschen im Garten spielen, wenn du möchtest. Ellie, okay. Übst du, oder was? Das ist immer so schöne Möbel. Dankeschön, Jana. Ja, Dakota wird es jetzt 0,0, wird die das Ding jetzt hier fertig bauen. Vor der Hochzeit. Independent Woman einfach. Denkt sich jetzt so, das Ding braucht, muss fertig sein. Macht es so wie immer. Viel Spaß euch. Dankeschön, bis später. Oh mein Gott, Dakota muss heute arbeiten. Ja, das kann sie ja machen. Morgen muss sie aber zu Hause bleiben wegen der Hochzeit. Morgen muss sie sich einen Tag Urlaub nehmen. Willkommen zurück, Sarah. Oh, lecker, Mary. Pumpkin Spice Syrup. Das hört sich gut an. Jeder hat eine andere Vorstellung von der perfekten Hochzeit. Genau, ja. Aber ich finde es schon sehr perfekt, wenn sie das im Kreise der Familie macht, mit ihren zwei Freunden und so. Ich finde, das ist schon sehr perfekt. Schafft ihr das noch fertig? Jules, Schatz, ich muss jetzt arbeiten. Kannst du bitte nach dem Baumhaus schauen? Oh, du meinst, dass ich das fertig baue? Ja, bitte. Ist mir ganz wichtig. Ich würde das unbedingt gerne vor der Hochzeit noch fertig haben. Ja klar, ich gehe gleich raus. Jules hasst, Sachen zu reparieren. Aber er macht das natürlich. Ja, sie weiß jetzt, glaube ich, auch nicht so genau, ob sie mit Tyler quatschen soll oder was sie mit ihm machen soll. Dann geh doch mal ein bisschen mit den Klötzchen spielen. Läuft's bei dir? Ja. Hey, Selil, Hallöchen. So. Oder ich habe das doch richtig in Erinnerung, dass er keinen Bock auf Werkeln hat.
Ach krass, Ruf der Mutter erlebt. Ja, genau, er mag Geschicklichkeit nicht. Hast du gemacht? Perfekt, dann kannst du heute mal eine Pizza machen, hä? Oh, da ist noch eine drin. Seit wann? Oh mein Gott, machen die jetzt wieder ständig Pizza oder was? Räum das hier mal weg. Ja gut, 14 Minuten bis verdorben. Danke für nix, Jules. Machen die wahrscheinlich wieder ständig Pizza, ne? Ohne, dass ich es merke. Wir machen heute eine Pizza. Dad, ich hab voll Hunger. Gibt's was zu essen? Ich würde Pizza machen. Oh ja, Pizza klingt gut. Ich habe richtig Bock auf Pizza. Gut. Das habe ich mir schon gedacht, dass du Pizza möchtest. Gut. Ja, ja, wir werden die Hochzeit heute jetzt feiern. Dakota hatte gestern eine gemacht. Ja? Okay. Oh, Dakota muss einem Kollegen ein hartes Feedback geben. Ja, immer ehrlich und direkt, die Dakota. Macht sie immer so. Ja, Leistungsverbesserung, gut. Aber so ist sie halt auch vom Typ her, ne? Würde sie nie verpacken, sowas. Oh, da wird jemand müde. Magst du mal aufs Töpfchen versuchen zu gehen? Kleines. Papa Pipi. Ja, komm, ich... Phoenix, die Pizza ist fertig. Holst du sie bitte raus? Kann ich nicht. Okay, ich hol sie gleich. Aber Papa, das ist doch heiß. Ja, ich hol sie gleich raus. Alles gut. Achtung, ich muss auch Pipi. Ich glaube, die beiden noch nicht jetzt. Also hier in dem Haushalt noch nicht. Dankeschön, Blue Foxy. Das ist lieb von dir. Soll ich jetzt noch warten? Ja, warte bitte noch. Das Essen ist noch nicht fertig. Okay, dann spiele ich noch ein bisschen mit meiner Void-Kreatur. Aber irgendwie blöd, dass er da gar keine Fähigkeiten mit aufbaut, gell? What? Bitte, what? What? Bitte, was? Hä? Was passiert hier? Wieso wird er entführt? Was ist denn das jetzt? Nee, Leute. So habe ich mir den neuen Erben aber nicht vorgestellt. Nee. Das habe ich mir... Nein. Ich will das aber jetzt nicht. Nee. So habe ich mir das jetzt aber nicht vorgestellt. Wenn der jetzt schwanger wird. Dann muss ich los. Dann muss ich dringend los. Wie denn? Hä? Warum? Darf man jinxen? Lena, ich verstehe deine Frage nicht. Nein? Er kann schwanger werden? Ja? Hat er durchs Fernrohr geschaut? Keine Ahnung? Okay. Okay. Ja gut, kann man natürlich machen, man kann jetzt ja nicht schwanger sein, ist okay. Jules, geh doch. Aber warum? Ja, pff, ne? Ja, gut. Er war gerade ganz normal dabei, die Kinder zu versorgen. Dad, Dad, oh mein Gott, ich habe es gesehen. Hey, nehmt mich mit. Nehmt mich doch mit. Dad, wo bist du? Und jetzt hat er natürlich Angst und er ruft jetzt seine Mom an. Und sie lässt natürlich sofort die Arbeit stehen und liegen, weil sie sich natürlich jetzt auch voll die Sorgen macht und rennt jetzt hier sofort in den Garten zu ihrem Sohn. Was ist passiert, Schatz? Was ist passiert? Wieso hast du angerufen? Was ist das für ein Notfall? Mom, Mom, die Aliens sind gekommen. Sie haben Dad mitgeholt. Was? Wieso Dad? Hä? Oh Gott sei Dank haben sie dich nicht geholt, Schatz. Was wollen sie von uns, Mom? Wollen sie mich? Wollen sie eigentlich mich? Ich weiß es nicht, ob sie dich wollen, Schatz. Oh mein Gott, ich bin so froh, dass dir nichts passiert ist. Mhm.
Aber Sie wollten doch bestimmt mich, Mom. Sie wollten mich doch holen, oder? Wollten Sie mich holen? Ich weiß es nicht, Schatz. Ich weiß nicht, was Sie wollen. Ich, jedes Mal, wenn ich entführt wurde, konnte ich mich nicht mehr erinnern danach. Aber Mom, was ist, wenn Dad nie wiederkommt? Dad wird wiederkommen. Ich bin auch immer wieder gekommen. Schwanger. Und alles wird gut, Schatz. Dad wird gleich wieder da sein. Komm her. Lass dich drücken, Schatz. Ich hab so Hunger, Mom, und Dad ist weg. Ich weiß, Schatz. Komm, wir essen erstmal was. Er wird jeden Moment wieder da sein. Komm her. Komm, ich mach Pizza. Papa hat Pizza gemacht? Okay, perfekt. Papa hat Pizza gemacht. Alles wird gut, mein Schatz. Alles wird gut. Oh mein Gott, Leute, wenn der jetzt schwanger wird, ne? Alles läuft nach Plan. Wie immer also. Alter, ey. Komm, Schatz, iss was. Erstmal ein Lied singen. Oh mein Gott, unsere Tochter ist jetzt auf dem Fußboden eingeschlafen. Papa, der Papa kommt gleich wieder, Schatz. Alles in Ordnung, alles ist in Ordnung. Jules, Schatz, was ist passiert? Was ist passiert? Wieso? Was soll denn passiert sein? Oh mein Gott, warte mal ganz kurz. Jules, bin ich gerade, war ich gerade, wo war ich gerade? Oh mein Gott. Jules, ich weiß, ich, also, ich wurde entführt. Du, ja. Oh mein Gott. Was wollten Sie von mir? Ich weiß es nicht. Wegen Phoenix vielleicht? Ich habe keine Ahnung, was sie wollten. Ich weiß nicht, was ihre Mission ist. Ich habe keine Ahnung, aber es macht mir solche Angst. Kannst du dich an etwas erinnern? Nein, an gar nichts. Oh mein Gott. Jules ist immer kokett, Leute. Er ist immer kokett. Ich fühle mich irgendwie nicht gut. Was heißt das, dass du fühlst dich nicht gut? Ich weiß nicht, mir ist total übel. Oh mein Gott. Alter, wenn der jetzt schwanger ist, das ist mir noch nie passiert, Leute. Es ist mir noch nie passiert. Ich traue mich nicht, aufs Klo zu drücken. Sag, wenn du ready für eine Vorhersage bist. Ich traue mich nicht mal, aufs Klo zu drücken und zu gucken, ob man einen Test machen kann. Mach eine Vorhersage, Jasmine, wenn du willst. Ich traue mich nicht, aber mach gerne Vorhersage. Errungenschaft aufgeladen. Level 10 der Fitnessfähigkeit, gut. Kann ich mir jetzt darum kümmern? Ich komme gar nicht klar. Was ist denn hier eigentlich für ein Dreckspatz los? Achso, wir saugen ja jetzt. Ich hatte mal einen Mann, der war am Ende 4-mal schwanger von Aliens. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt finde. Mäusebäckchen, du musst schnell nach oben ins Bettchen. Komm schnell, schnell. Okay, ihr könnt jetzt an der Vorhersage teilnehmen. Was denkt ihr? Ist Jules schwanger oder nicht? Also was denkt ihr? Wir werden danach sofort auf die Toilette drücken. Ich habe mich vorher noch nicht getraut. Aber ihr könnt jetzt, also alle auf Twitch können jetzt an der Vorhersage teilnehmen. Das ist ein bisschen wild, ne? Ich habe Jinx-Verbot, also believe ich. Mhm. Du wolltest doch noch ein Baby. Ja, aber doch nicht so. Entschuldige mal bitte. Wenn wir noch so ein Alien kriegen, ich habe da gar keinen Bock drauf. Ich habe da gar keinen Bock drauf. Also ich werde das Kind lieben und ehren und beschützen und groß werden lassen. Aber das wäre nicht unser Erbe. Nicht, weil es ein Alien ist, sondern weil ich nicht weiß, ob ich mit einem Alien-Hauptsim die ganze Zeit weiterspielen kann, weil Aliens da schon auch sehr speziell sind von der Verhaltensweise. Also ich möchte jetzt nicht die Aliens judgen, ihr wisst, dass ich Phoenix sehr liebe, aber als Hauptsim mit dem immer zu spielen, weiß ich jetzt nicht, ey. Das weiß ich jetzt nicht. Nicht, wenn die nächste Generation so fest vorgegeben ist. Wenn wir jetzt ein Alien kriegen würden und ich könnte in der nächsten Generation sowas wie... Genau, das könnte schon toll sein, Babyface. Deswegen, ich möchte es nochmal ganz kurz korrigieren und zurücknehmen, weil ihr solltet jetzt nicht so klingen, als
fände ich das furchtbar, sondern ich fände es halt, wenn wir jetzt ein normales Let's Play spielen würden, wo die nächste Generation noch nicht feststeht, fände ich das halt voll cool, weil dann würde ich sagen, ey komm, falls wir jetzt schwanger sind und das unser Erbe ist, dann werden wir eine Forscher-Generation machen. Dann wird es die Generation, ich erforsche meine Wurzeln, vielleicht sogar mit dem Bruder zusammen oder ne, und werde rausfinden, wo ich herkomme. Wir spielen das als Hauptgeschichte. Falls wir jetzt schwanger sind und das unser Erbe sein wird, werden wir eventuell die zweite Generation doch nochmal ändern. Weil ich glaube, dann macht es halt Sinn, diese Alien-Geschichte zu erforschen. Okay, vielleicht tausche ich dann nur für mich, nicht für euch in den Regeln, sondern nur für mich nochmal. Oder ich nehme für mich privat eine Zusatzgeneration mit rein, dass dann praktisch wir eine Generation noch dazwischen haben, dass wir halt dann 6 Generationen haben, ohne für euch jetzt die Regeln zu verändern, weil das fände ich für euch jetzt ein bisschen kacke, weil ihr seid ja auch schon so mittendrin, aber dass ich da noch eine Zusatzgeneration mit reinnehme. Wir gucken jetzt, okay? Vielleicht können wir auch gar keinen Schwangerschaftstest machen. Kann auch sein, dass wir jetzt auf Klo klicken und nichts geht, okay? Wir können nicht. Wir können keinen Schwangerschaftstest machen. Dann ist er nicht schwanger, oder? Dann ist er nicht schwanger, oder? Oder muss ich im MC Command Center vielleicht schauen? Oh, ich muss den Chat wegmachen. Muss ich im MC Command Center checken, ne? Sonst wäre es kacke, ne? Ich schaue im MC. Oh mein Gott. Wo geht denn das? Oh mein Gott, sei Dank. Oh Gott, sei Dank. Oh mein Gott. Jetzt habt ihr euch alle schon so gefreut, oder was? Ey, Leute, oder? Ich bin aber schon froh, oder? Ich bin doch schon froh. Oder? Haben wir uns jetzt alle ein Alien-Baby gewünscht? Warum kann unsere Maus wieder nicht hochgehen? Die kann doch Treppen laufen. Komisch. Mausebärchen! Danke für die Vorhersage. Ich muss sie jetzt wieder hochporten. Irgendwas stimmt doch hier nicht. Girl, gehst du jetzt bitte in dein Bett rein? Ganz komisch verhält die sich da. Das, was vor der Treppe steht. Ach, ihr meint das hier. Oh, das kann natürlich sein. Oh, das wäre ja schade jetzt, ne? Ja, aber das kann sehr gut sein, dass das deswegen glitscht, ne? Hm. Mhm. Wie cool, Nicole. Viel Spaß mit der Spülmaschine. Boah, krass, ey. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das finde, ne? Weil ich habe mich natürlich wieder instant mit der neuen Geschichte angefreundet. Das ist wieder... Oh mein Gott, und sie rastet komplett aus hier unten. Ich habe mich natürlich wieder instant mit der neuen Geschichte angefreundet und mir gedacht, cool, dann machen wir es halt so. Das weiß ich, Seagrave, aber das mache ich ungern, wobei, nee, geht ja. Mache ich ungern mit dem automatischen Staubsauger, weil der sonst so oft kaputt geht und dann bin ich immer genervt von dem. Das geht eigentlich so auch ganz gut. Ich habe den so besser im Griff. Sandra, man kann das Haus in der Galerie downloaden. Kann man das Haus in der Galerie downloaden? Ja, allerdings habe ich das, bevor ich jetzt so viel umgebaut habe, hochgeladen. Also ich kann es gerne am Ende der Generation nochmal hochladen, aber es ist jetzt hochgeladen ohne diesen großen Umbau für die Kids sozusagen. Hm. Und Jade, Hallöchen. Mein Gott. Mimi, schön, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal. Also irgendwie habe ich jetzt mich ein bisschen mit der Situation angefreundet, dass wir
dann vielleicht doch nochmal einen Alien kriegen. Aber vielleicht, also nee, wir machen jetzt erstmal die Hochzeit, Leute. Heute ist der Hochzeitstag, okay? Oh mein Gott, ich habe so einen Schrecken bekommen, ey. Vor allem so random. Ich habe es gar nicht mitbekommen, dass wir entführt wurden. Also ich habe es gar nicht verstanden. Ich raff gar nichts, ne? Oh, steht die Pizza noch draußen? Oh mein Gott, die ist jetzt auch gammelig. Gut. Zum Glück haben wir noch davon was. Oh, Schatz, du hast mir gestern so einen riesen Schrecken eingejagt. Ey, hör mir auf, ich war auch voll überrascht. Ey, ich habe schon gedacht, ich werde jetzt auch schwanger wie du. Das könnte doch gar nicht gehen, oder? Ich habe doch keine Ahnung, was die vorhaben. Ich weiß auch nicht, was der Plan von da oben ist, aber... Hattest du Angst? Naja, also ich hatte schon Angst, als ich wiederkam, aber währenddessen hatte ich keine Angst. Oder es ging mir auch so. Ich hatte nie Angst davor, dass irgendwas Schlimmes passiert. Ja, ging mir auch so. Irgendwie komisch, oder? Ja, irgendwie komisch, als würden sie unsere Angst wegmachen irgendwie. Ja, total. Hm, schon komisch. Oh Schatz, hast du dir eigentlich Urlaub genommen für heute? Oh, gut, dass du sagst. Mache ich jetzt direkt noch. Gut, weil, ne, wir wollen ja heute heiraten. Ja, ja, klar, natürlich nehme ich mir Urlaub. Ist ja unser Tag. Den Fluss Simonon hatte ich schon immer mal gesehen. Ich werde meinen neuen Brieffreund aus Review bitten, ihn mir zu beschreiben. Oh ja. Er kriegt aber leider keine Post. Naja gut, es kommt ja montags immer Post. Vielleicht kriegen wir dann Nachricht von unserem Brieffreund. So, unser Sohn ist wach. Guten Morgen, Schatz. Guten Morgen, Dad. Geht's dir gut? Ja, natürlich geht's mir gut. Ich habe gestern wirklich voll Angst gehabt, Papa. Ja, das glaube ich dir. Ich habe auch einen Schreck gekriegt, aber alles ist in Ordnung gewesen. Alles ist gut. Hm, ja. Meinst du, sie wollten eigentlich mich holen? Nein, das glaube ich nicht. Sie haben da, glaube ich, nicht so... Nee, das glaube ich nicht. Hm. Schach spielen, ja klar. Schatz, wollen wir eine Runde Schach spielen? Hm, ja, Mom, ich komme gleich. Ich muss erst kurz meine Void-Kreatur auf Vordermann bringen. Morgen ist Halloween. Oh nein, wie cool das jetzt wäre. Dad, Dad. Ja, was denn, Jules? Jules, sag ich schon. Phoenix. Es wäre so cool, wenn du mir mal so ein paar Void-Kreaturen mitbringen könntest. Du kannst sie doch einfach im Internet bestellen. Mom, darf ich die selbst sammeln gehen? Phoenix, du weißt, dass wir eine Vereinbarung haben. Du darfst nicht vor die Tür. Oh Mann, ist das langweilig. Alle gehen vor die Tür und sammeln die Kreaturen selbst. Nur ich darf nicht. Du weißt warum, Phoenix. Ja, ja, ist schon okay. Das wäre so schön für ihn, ne? Unsere Void-Kreatur ist jetzt Stärke 2. Geil. Cool. Mhm. Darf ich denn dann wenigstens noch ein Pack kaufen? Ja, aber verkauf die Doppelten wieder, ja? Wieso? Naja, du hast doch dann genug. Ja, okay, aber ich kaufe mir diesmal auch nur eine. Ja, das ist okay. Das macht voll Spaß, die aufzumachen. Die verkaufen wir dann, wenn wir die doppelt haben. Da er nicht raus darf, wird er ein Voidmeister. Ja, das kann ich mir echt vorstellen. Du hast doch tanzen. Wieso tust du es dann, Schatz? Also, Schatz, du bist dann ready für später? Hast du schon alles vorbereitet? Ist das Baumhaus fertig? Ja, ja, klar. Ich habe das Baumhaus noch fertig gebaut. Kein Problem. Gut, okay. Oh, wir müssen noch die restliche Deko hinstellen. Machst du das noch schnell? Ja, ja. Amir, Hallöchen. Okay, Leute. Die Kinderschaukel muss weg. Wir brauchen Platz, ne? Because the show must go on. Wir wollen heiraten. Monique, Hallöchen. Schön, dass du reinschaust. Muss man die Postkarten nicht erst anfordern? Also einen Brief an die jeweilige Stadt schicken? Ich habe absolut gar keine Ahnung. Ich hatte die irgendwie einfach immer im Briefkasten dann gehabt. Aber vielleicht täusche ich mich auch.
Ich kann gleich nochmal gucken am PC. Ich hoffe, dir geht's gut. Ja, wir stellen mal eine Bar auf. Für den Anlass. Wohin denn? Gar kein Platz hier im Garten. Den Tee. Ein Pianist könnte schon kommen, ne? Ja. Mehr brauchen wir auch nicht. Ups. Das ist doch toll. Ist denn der kurze Hochzeitsweg? Ja. Ist doch optimal. Eine schöne Gartenhochzeit, ihr Lieben. Nur gerade überlegen, ob wir vielleicht den Zaun ein bisschen verstecken können. Ah. Nee. So, neben dem Baumhaus, was meinst du? Kann überlegen, ob wir das ein bisschen verbergen können. Stimmt, wir hätten auch den Buschzaun nehmen können. True. Ich mache es jetzt einfach so, dass es ist halt nur Deko, also es ist nur eine Attrappe, sage ich mal. Ja, oder wir reißen kurz den Zaun ein. Mit Vorhang? Oder ein Vorhang? Lunetra, willkommen im Stream, Hallöchen. Aber ich guck mal, wie das aussieht, wenn wir einfach den Zaun kurz wegmachen. Weil die Aussicht ist eigentlich echt schön, ne? Man kann die Paneele vielleicht einfach rausschrauben für den Moment. Ja, guck mal, das sieht doch nett aus. Das ist doch schön. Nee? Doch. Leute. Wir wollen sie jetzt auch nicht übertreiben, ne? Es soll schön unübertrieben sein. Mit Blick auf die gerettete Welt. Ja, das klingt gut. Perfekt. Mia, Hallöchen. Willkommen zurück. Ist die Heirats-Action? Ja! Wir heiraten jetzt. Okay. Also ich glaube, wir müssen noch einen Musiker aktivieren hier. Oh, guck mal, wir schaffen es bald, auch sein Bestreben zu schaffen, glaube ich. Gibt es gar keinen
Kann ich niemanden? Haben wir vergessen, unsere Gäste einzuladen, Leute? Okay. Ach so, ich kann dann direkt draufklicken und sagen, Pianist. Okay, perfekt. Also Schatz, ich gehe dann los und hol die Hochzeitstorte ab, okay? Ach, ich dachte, wir wollten gar keine. Doch, klar, eine Hochzeitstorte gehört doch dazu. Ich bin gleich wieder da. Gehört doch dazu, Leute. Come on, Kuchen essen. Leerchen, Hallöchen. Mit einem Sisi shoppen, kann mich jemand stoppen? Oh. Anna, du kannst gerne mal auf meiner Website vorbeischauen. Da habe ich ein paar Sisi-Creator verlinkt. Du musst nur bei der Modliste ganz nach unten scrollen. Da habe ich einige mit reingeschrieben. Kann ich auch einen PC bestellen? Oh, was? Am Kühlschrank? Wo? Was? Oh, krass, Dino Line, ey. Fast 4 Jahre, ne? Ich guck mal am PC. Vielleicht auch einen kleinen Blumenstrauß? Ah, das mit den Blumenstraußen nervt halt immer so. Das funktioniert halt nicht richtig. Okay, wir bestellen es am Computer. Moment. Bestellung? Hochzeitstorte. Ja, schon eine krasse, ne? So, Cupcake-Torte. Warte mal, was? Instant im Inventar! Was ist denn das schon wieder? Für ein Sims-Ding. Ah, das ist wieder typisch, ne? Muss jetzt leider los. Gehe mit meiner Freundin in die Therme. Oh, wie schön, Sim Sophie, viel Spaß euch. Ich würde mitgehen, ne? Therme klingt großartig. Viel, viel Freude. Und Pink Devil, willkommen im Stream. Dankeschön für deinen Follow. Schön, dass du reinschaust. Hochzeitsgeschichten. Jetzt habe ich einen Ohrwurm. Gut. Ja, wir müssen ja irgendwo den... Ach, das können wir doch... Oh mein Gott. Den Stuhl wollten wir. Speichern, ja. Gute Nummer. Gute Nummer, dieses Speichern. Bin aufs Brautkleid gespannt, das ist echt schön. Zeig's euch gleich. Dude. Okay. Oh mein Gott, wie schön die ist. Ich glaube, ich packe sie lieber nochmal ins Inventar. Die schneiden sie sonst ja sofort an. Okay, Ophelia schläft noch einen Moment. Die muss ich jetzt wecken, dann schläft die ja den ganzen Tag. Ophelia, kannst du dich jetzt hier hinsetzen? Kommst du runter? Oh süß, er spielt hier. Ach, Schatz. Trainier nochmal deine eine Void-Kreatur, bitte. Und geh pieseln. Wir werden uns dann bald umziehen. Oh, Jules, du kümmerst dich um die Wäsche. Das finde ich natürlich großartig. Okay, ist auch alles sauber, ne? Sehr schön. Dann können die Gäste ja kommen. Ja, genau. Wir werden das Kind 3 angehen, sobald wir geheiratet haben. Lucy, Hallöchen. Oh, alles klar. Viel Spaß dir mit deiner Cousine. Okay, warte mal. Ich schau mal. Wo ist denn die Hochzeitstorte jetzt? Ach, da. Hm. Wird sie heute noch schwanger? Das kann ich dir nicht sagen. Das wird uns keiner sagen können, ob das beim ersten Versuch klappt. Hm. Ja. Und Kate, Hallöchen. Das wissen nur die Sterne. Was willst du tun? Säubern? Nie. Schatz, holst du dir selbst was zu essen? Perfekt.
Entschuldigung, hier ist nichts Dreckiges. Müll lernen, ja, das kannst du machen. Tortenaufsatz wählen. Ach, und dann deklariere ich das als Torte. Zwei Herzen. Ach so, habe ich jetzt gemacht. Ah, damit kann man die sichern, kann das sein? Wie die Kerzen auf dem Kuchen. Und Juicy, Hallöchen. So, wir gehen uns jetzt mal umziehen. Oh nein, bin ich auf Outfitplan gegangen. Verdammt. Habe ich eigentlich schon gespeichert? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Mein Sim hat deiner Freundin... Was? Mein Sim hat deiner Freundin gerade einen Antrag gemacht. Seiner Freundin wahrscheinlich, ne? Ich liebe ihr Style auch, gell? Oh mein Gott, ey. Vor 3 Minuten oder so. Ach gut, danke fürs Aufpassen, Zopper. Erstelle einen Sim verlassen. Hm? Jupp. It's all about the... Schluss. Boah, das wäre so krass gewesen, wenn der jetzt schwanger heimgekommen wäre, ne? Kürbispesto, oh lecker. Viel Erfolg. Also so um 2:30 starten wir die Erbe-Challenge. Die Pferde-Ranch Rex Riches Challenge. So, Dakota, ziehen Sie sich um, meine Braut. Wobei die sich, glaube ich, automatisch um... Oh, das war das falsche Outfit. Oh, sie wird so schön aussehen. Ich weiß gar nicht, ob ich ready dafür bin. Oh mein Gott, sie sieht so klasse aus. Ich liebe dieses Outfit. Schaut sie euch an. Susi, Hallöchen. Oh Mann. Wir können ja schon mal das Shooting machen, Leute. Ob sie bitte einfach hier hingehen kann. Niemand wird hier geschickt. Oh mein Gott. Mega schön, gell? Wir machen schon mal das Brautshooting, okay? Oh, jetzt lädt's. Das ist ihr Hochzeitskleid? Ja. Das ist ihr Hochzeitskleid. Oh Mann! Zumindest hat uns das halt auf Anhieb so gut gefallen, da wir gesagt haben, dass das eh jetzt keine kirchliche Hochzeit ist und wir das im Garten machen wollen, beziehungsweise Standesamt, beziehungsweise im Garten, fand ich das irgendwie total schön, dass es halt so ein bisschen unkonventionell halt auch ist. Ne? Also nicht dieses klassische, ich trage jetzt ein weißes Kleid, sondern so ein sehr, sie setzt ja auch irgendwo ein bisschen ein Statement mit dem Kleid. Ne? Es ist halt, wie gesagt, eben nicht das typische Hochzeitskleid, sage ich jetzt einfach mal. Und ich finde es auch richtig schön, dass sie da ihren eigenen Stil halt hat. Okay, gut. Boah. Ladezeiten in Sims einfach anders kritisch, ne? Nancy, Hallöchen, wie geht's dir? Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Nancy. Hi. It's all about the money. Oh Mann, wieso habe ich denn jetzt Ohrwürmer von den ganzen Alerts? Das ist ja kritisch. Ich muss jetzt echt mal meine Klappe halten. Aber der lädt so lang, das kann ich nicht ab, ne? Ich will vor allem nur kurz den Bogen verschieben. Weil ich das jetzt so nervig finde, dass das, gut. Ich wollte ja eigentlich nur kurz eine schöne Pose machen. Und Tom, Hallöchen, wie schön. So, mein Girl. Stell dich mal bitte in die Mitte. Nee, in die Mitte. Okay, perfekt. Sims Lini, das ist ja schön. Sims Lili. Hallöchen. Schön, dass du es hier live auf Twitch schaffst. Das freut mich total. Mach's dir gemütlich. Wir spielen gerade die Erbe-Challenge. Und wir werden jetzt heiraten. Und dafür muss ich den Jules mal kurz herzaubern, der dann einen guten Look abgibt, damit wir dann gleich heiraten können. Wobei in dem Pullover. Ja, das passt aber irgendwie gut zusammen. Mann, das ist voll schön. Okay, wartet, ich habe nämlich richtig schöne Wedding-Posen. Ja, klar, ne? Habe ich das, klaro.
Da ist man schwanger, die wäre dann nix, aber auch gar nicht so abwegig, ne? Oh, es wäre auch schön gewesen, wenn wir schwanger geheiratet hätten. Naja, man kann ja auch nicht alles haben. So, wir wollen heiraten. Dim, 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 dim. Ich mache jetzt tolle Musik an. So. Wo ist denn meine Wedding-Pose? Sag mal. Excuse me. Hier. Wow. Ganz oben. Welche nehmen wir? Die vielleicht. 5. Wir nehmen mal die 5. Ich glaube, die könnte toll aussehen. Seid ihr bereit für die romantische Pose, meine Lieben? Ach, schade, dass die Hand da so glitscht, aber... Ich glaube, wir müssen noch eine andere machen, aber... Trotzdem so süß, oder? Ja, leider ist es manchmal so, aber wir gucken, wir haben noch andere, wartet. Vielleicht... Machen wir die da? Freylaya, hallöchen. Wartet, Leute. Es wird schön. Wird romantisch. Wird doch romantisch. Oh mein Gott. Das Glitschen am T-Shirt, das macht nichts. Das kann ich wegmachen. Das ist doch toll. Oder? Und diese Liebe, ey. Hilfe. Photoshop regelt, ist so. Florentina, so bis 21 Uhr. Also wir starten gegen 16:30 und dann bis 21 Uhr. Erika, das brauchst du mir doch nicht erklären. Also das ist ja völlig fein. Also ich habe mich jetzt hier nicht beschweren wollen. Das ist völlig in Ordnung. Also, das ist mir schon klar. Apfelzimt. Oh mein Gott. Und Tetsu, hallöchen. Wie machst du das weg? Ja, Photoshop einfach. Finja. Also genau kann ich dir jetzt nicht erklären, wie das weggeht, aber du kannst es ja einfach wegradieren, sozusagen. Achso, das war eher für den Chat. Okay, ja, weil, also ist ja klar, dass es manchmal glitscht. Also es hängt ja auch mit der Körpergröße, also mit der Körperform zusammen und so in Klamotten und sowas. Ganz klar. Oh ja! Achso, oh, jetzt müssen wir mal gucken, weil die Zeit ist ja knapp, ne? Das ist ja jetzt gleich, die Hochzeit beginnt ja gleich, wobei es eigentlich nichts ausmacht, ne? Wo ist denn unsere Kamera? Haben wir die hier gar nicht? Haben wir die hier noch gar nicht platziert in dem Let's Play? Wahrscheinlich nicht, ne? Müssen wir mal machen. Dann können wir gleich ein schönes Familienfoto machen. Also das weiß ich auch nicht, Amy. Ich mache das über die Ingame-Kamera. Und Lunetra, dankeschön noch für deinen Follow. Willkommen nochmal. Hallöchen. So, wir haben die Kamera. Hm. Mhm. Ich muss es jetzt gescheit machen. Ich darf nicht nochmal neu laden, Leute. So.
Ja, da sieht man leider den Klitsch, aber das macht gar nichts. Wow! Hört doch auf, so süß zu sein! Gut. Auch schön, Carrie. Es war auch schön, aber so ist auch schön. Ja gut, wo sind die Gäste? Let's Wedding. Gut, dass er gleich kotzen muss, ja? Jules, wir heiraten jetzt. Hier wird nicht gekotzt, du kleiner Lump, du. So, was geht hier? Ziehst du dich mal schön an, Schatz? Doch. Protzen? Oh, süß! Los geht's! Ja, oh mein Gott. Oh mein Gott, eigentlich brauche ich aber auch noch ein Foto mit der Tochter, ne? Wir brauchen noch ein Foto mit unserer Tochter auf dem Arm. Ich meine, in dem Let's Play geht es ja darum, die perfekte Familie zu haben. Wir brauchen auch einfach die perfekten Bilder für unsere Familie, Leute. Wir müssen die, oh mein Gott, die Familienwand schmücken. Ich dachte gerade, was ist denn in ihr drin? Dabei ist es einfach ein Blambob, ne? Gut. Der Weg, Sandri. Oh, müssen wir nochmal in Baumodus? Nie. Nie, Leute. Nie. Oh mein Gott, es geht auch mit einem Kind auf dem Arm. Oh mein Gott, ich glaube, wir müssen leider doch noch schnell ein Familienfoto machen, Leute. Wird Jules Dakotas Nachnamen annehmen? Ich glaube schon, ja. Ich glaube, dass sie happy sind, wenn sie die Atkins sind. Ich glaube, das passt. Das ist in Ordnung. Ey, wieso hat denn der Baumodus so schnell geladen? Das ist ja völlig was Neues. Guck mal. Hä? Weil ich mich wahrscheinlich beschwert habe, dass der immer so lange lädt, hat er sich gedacht, komm, machen wir mal schnell. Cool. Wir machen jetzt ein Familienfoto, genau. Ist eine gute Idee, ne? That's a good idea, meine Lieben. Vielleicht nicht unbedingt vor dem Hochzeitsbogen, sondern... Ja gut, wir haben nicht so viel Wahl, ne? Vor dem Baum. Ist schon okay. Neben dem Klavier? Passt. Vorm Baum ist doch eine super Location. Am Ende geht's ja eh... Ist das? Wer? Ist das Piano CC? Nee, das ist von dem Hochzeits-Accessoire-Pack, also von dem Hochzeitsgeschichten-Pack. Süß, die ganze Family. Okay. Okay. Ja, das hat ein Kind mehr. Aber wenn wir das nehmen, die drei. Wir nehmen die drei, die müsste passen. Macht doch voll Sinn, dass sie dann direkt noch ein Shooting machen. Und Jasmin, Hallöchen, wie geht's dir? Ups. Pass mal auf, Toddler. Und jetzt noch Child. Hier ist er. Child 1 oder Child 2? Ich denke, es müsste 1 sein, weil links... Oh, shit. Oh nein, und die Hand ist da so komisch. Aber eigentlich ist es das perfekte Bild, ne? Eigentlich ist es... Ja, die Hand ist blöd, aber eigentlich ist es echt ein tolles Bild. Eigentlich müssen wir es lassen, weil das wirklich das perfekte Bild ist. Er ist halt albern. Ja, es ist halt an einer blöden Stelle und er ist ein bisschen albern, Leute. Ja, in dem Fall soll es für die Wand sein, deswegen wird Photoshop da leider nichts ausmachen können. Es ist schon süß. Er hat halt ein bisschen Witzle gemacht, okay? Aber das ist so ein schönes Bild, das brauchen wir für die Wand. Vor allem, weil er halt auch in seiner Menschenform ist, was ja perfekt ist, ne?
Bin ich jetzt in den Baumodus gegangen? So sind Kinder halt, ist so. Kind 2 ist dann komisch, weil ihre Arme dann komisch sind, weißt du? Wir brauchen einfach noch ein zweites Kind. Wir brauchen einfach noch ein zweites Kind, dann ist das Thema geritzt. Mach das Dinolein! Wie meinst du das, Carrie? Stimmt, das habt ihr mir schon mal gesagt, dass das geht, ne? Und Lili, danke schön für den Follow. Willkommen im Stream. Ein drittes Kind, genau. Wir werden jetzt erstmal ein drittes Kind machen bei Gelegenheit. Die perfekte Vorstadtfamilie finde ich auch. Großartig, oder? Oh. Je länger mein Spiel offen ist, desto länger lädt leider auch der Baumodus. Ah, das kann ich mal probieren, Carrie. Das probiere ich gleich mal aus. Das weiß ich gerade nicht auswendig, Finjan. Ich bin froh, wenn ich gleich aus dem Baumodus wieder draußen bin. Ich kann dir das gerne mal sagen, wenn mein Baumodus wieder schneller lädt. Somebody like you. Jetzt geht der Hochzeitsmarsch wieder los. Warte doch! Bin sie noch nicht so weit. Oh mein Gott, guck mal. So ist doch super. Ey, die perfekte Familie einfach, oder? Es ist die perfekte Familie, Leute. Ich liebe diese Familie so sehr. Und ich liebe dieses Let's Play so sehr. Was ist das für ein Wesen? Was ist er für ein Wesen? Er ist ein Alien. Gut. Okay. Then we can wedding now. So. Wir packen jetzt unser Transfer des Bildenei. Gut. Okay, ach so, oh nein, ich brauche wieder diesen Kack-Speicherchip und so einen Dreck, ne? Das machen wir dann wann anders. Jetzt heiraten wir erstmal. Im kleinen Kreis. So. Speichern. Ja, du brauchst mich aber nicht anschreien, gell? Also ohne Ausrufezeichen gern, weil ich lese es auch so und freue mich, wenn ihr mich ans Speichern erinnert. Weil sonst fühle ich mich so angeschrien, wenn ihr mit Ausrufezeichen und mit Großbuchstaben schreibt, ne? Fühlt sich das immer so nach wilder Interaction an. Okay. Dad, und heute wird geheiratet, ja? Ja, wir heiraten heute. Okay, was ändert sich? Eigentlich nicht viel, außer unser Name. Welcher Name? Mein Name? Und dein Name wird bleiben, weil wir haben euch von Anfang an Atkins mit Nachnamen getauft. Genau, das allein deswegen macht Sinn, weil die Kinder ja auch auf ihren Namen von Anfang an liefen, ne? Deswegen machen wir das auch. Sie haben sich salutiert, ist das süß. So, wir werden tanzen, Gelübde ablegen, Pianist organisieren, Personal einstellen, Pianist engagieren. Das werde ich löschen, weil das habe ich da platziert für eventuelle Eventualitäten. Das stellen wir mal nach da hinten. Brauchen wir vielleicht nochmal demnächst. Jetzt flirten die beiden. Sag mal, was stimmt mit dir nicht, Tyler? Hey, mit Gott und der Welt flirten. Sie ist auch schon vergeben, Leute. Mmh.
Sandra, hallöchen, wie geht's dir? Meine Sims haben gerade aus Versehen geheiratet. Ja, passiert, ne? Mhm, klappt wieder gut, oder? Heraufschicken. Zwei Sims. Jules, ich liebe dich. Ich liebe dich schon so lange, seit wir uns das erste Mal getroffen haben. Du warst der erste Mensch in meinem Leben, der mir den Halt gegeben hat, den ich gebraucht habe. Der nicht hinterfragt hat, wer ich bin und wer mein Sohn ist. Du bist der einzige Mensch und der erste Mensch, der einfach mich wollte, mein ganzes Wesen. Ich bin ja in einer komischen Kindheit aufgewachsen. Ich kenne meine Eltern nicht, aber dank dir habe ich das Gefühl, dass mir nichts fehlt in meinem Leben, denn du vollendest mein Leben. Du machst mein Leben vollkommen und Jules, ich möchte den Rest meines Lebens mit dir verbringen, an meiner Seite. Du bist der perfekte Ehemann an meiner Seite, wie in guten und wie in schlechten Tagen. Wir werden alles gemeinsam meistern. Unsere Zukunft mit Phoenix, unsere Zukunft mit unserer kleinen, wunderbaren Ophelia und unsere Zukunft mit unserem eventuell bald dritten Kind. Ich bin bereit für unsere Zukunft, Jules, wenn du es auch bist. Dakota, ich habe dich das erste Mal getroffen und wusste sofort, dass du die Liebe meines Lebens bist. Ich will mit dir den Rest meiner Tage verbringen, mit dir und unseren wundervollen Kindern. Es wird nie wieder irgendwas zwischen uns stehen. Wir sind eine Einheit und ob es die Welt ist, die wir retten müssen, die du retten musst, ob es ein weiteres Kind ist, egal was, wir werden alles gemeinsam durchstehen, wenn wir nur zusammenhalten und, naja, uns für immer lieben. Für immer und ewig. Für immer und ewig. Ob ihr euch küssen wollt? Hallo? Haben sie schon gemacht. Okay, gut. Dann ist, nee, du gehst jetzt nicht aufs Laufband. Entschuldigung. Direkt wieder verkackt. Ne? Direkte Katastrophe. Können wir noch tanzen, bitte schnell? Romantik wieder komplett hingeschmissen, ne? Können wir nicht tanzen, weil wir kein Tanzparkett haben? Ich möchte bitte noch langsam tanzen mit dir. Wo bleibt eigentlich der Pianist? Ich möchte bitte tanzen und ich möchte den Hochzeitstanz und ich möchte die Torte anschneiden. Wie macht man denn den Tortenaufsatz wieder weg? Es ist so schön romantisch auch. Die Pianistin hockt bei uns am Fernseher. Cookie hat Hallöchen. War doch nur eine romantische Geschichte hier. Diese Hochzeit. War eine romantische Geschichte. Oh Mann, war das jetzt wild. Ja, okay, dann haben wir halt jetzt... Könnt ihr alle essen. Ne, könnt ihr alle Kuchen essen. Pianistin wäre echt voll toll, wenn du jetzt auch Klavier spielst. Entertainerin. Ob sie entertainen will? Sie entertaint nicht. Komisch. Gut. Dann machen wir halt mal die Musikbox hier an.
Ja, das Problem ist halt eher mein Sims, ne? Also für die beiden ist die Hochzeit jetzt wirklich perfekt. Also die machen die jetzt genau so, wie sie sie machen wollen, ja? Also für sie ist die Hochzeit dann perfekt. Es ist leider nur für uns mal wieder ein bisschen schwierig, aber ihr kennt ja das Spiel. Ja. Jules? Tanzen wir jetzt? Und wir steigern! Ja. Geh mal hier hin. Geh du auch mal hier hin. Komm mal her. Girl, was machst du denn da drin, da draußen? Okay, jetzt tanzen sie wenigstens. Ja, ist ein schöner Tanz. Ist doch schön, Leute. 8.30 Uhr liegt gerade also noch im Bett. Ach, crazy. Das ist ja verrückt. Hast du schon... Ja, gut, Cookie Head, ich war mir jetzt nicht mehr sicher. Ja, das ist doch eine schöne Hochzeit, meine Lieben. Das ist doch in Ordnung. Es ist halt immer viel los, ne? Ihr kennt das Spiel. Oh mein Gott. Mausebärchen. Gott. Nein, geh bitte einfach schlafen, komm. Ja, ihr hattet recht, das war der Schrank. Geh doch bitte einfach Ja, geh bitte raus in den Garten, in die letzte Ecke vom Garten und werde dort ohnmächtig. Kind. Guck bitte auch Fernsehen. So, und dann wird der Papa dich ins Bett lesen. Ach, das geht ja wieder nicht, ne? Wahrscheinlich wegen dem Platz. Ah ja, jetzt mach das. Bitte, mach das, Jules. Bitte, Jules. Ach, gut. Ach, guck mal, jetzt kommt er nämlich auch hin. Jetzt geht auch noch ihre Aufmerksamkeit hoch. Nein, du gehst sowas von in dein Bett rein. Ich raste aus. Fräulein! Es ist 4 Uhr morgens. Du kochst ganz sicher nichts jetzt. Du reparierst jetzt die Stereoanlage, räumst das auf, packst das in den Kühlschrank. Es war eine richtig schöne Hochzeit. Wird es Flitterwochen geben? Nee, dafür sind sie zu ehrgeizig. Sie müssen arbeiten. Keine Zeit für Flitterwochen. Wir müssen arbeiten, ist wichtig. Jasmina Löchen, gutes Timing. Flitterbaby? Das gibt einfach so ein Baby. Dafür brauchen wir nicht flittern. Das ist die Hochzeitsnacht. Nee, das ist die Hochzeitsnacht. Verhütet jemand von euch? Oh, sie hat doch die ganze Zeit die Pille genommen, gell? Die ist übrigens aufgebraucht mittlerweile.
Das heißt, es kann sehr gut sein, dass sie jetzt wieder schwanger werden kann. Ich habe gar nicht drüber nachgedacht. Und Lucky Charm, Hallöchen, willkommen im Stream. Ja, sonst hätte ich jetzt die Pille halt weggenommen, aber super. Wow, war das jetzt eine wilde Nummer, ey. Es wurde kein Schutz verwendet. Nee, komm, geh jetzt erstmal schlafen, bitte. Na sowas, na hoppala! Gut, meine Lieben, dann haben wir jetzt auch etwas, auf was wir uns freuen können. Nämlich auf Spooky Day. Nein, wir werden uns darauf freuen, rauszufinden, ob unsere zauberhafte Dakota schwanger ist. Jetzt werden sich wieder einige aufregen, aber Leute, wir hatten in diesem Part sehr viel erlebt, okay? Wir können nicht alles in einem Part erleben. Wir müssen auch einfach einsehen, dass wir nicht alles in einem Part rausfinden können. Wir haben in diesem Part eine wunderschöne Hochzeit gefeiert. Das war für Dakota die perfekte Hochzeit. Sie ist super happy. Ich habe Baby machen gedrückt, na klar. Also sie ist... Fliegen ohne Fallschirm, genau. Sie ist super happy, es war ein ganz tolles Techtelmechtel, es war eine richtig schöne Hochzeit. Jules ist nicht schwanger, der wurde von Aliens zwar entführt, aber ist zum Glück nicht schwanger geworden. Sind wir auch ein bisschen froh deswegen. Es war ein sehr cooler Part, fand ich. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und genau, auf jeden Fall... Jetzt bin ich raus. Moment, jetzt muss ich mich kurz konzentrieren. Auf jeden Fall werden wir im nächsten Part einen Schwangerschaftstest machen und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass wir im nächsten Part auch schwanger werden, wenn wir es nicht jetzt eh schon sind. Denn das ist ja das, worauf wir hinarbeiten wollen. Wir wollen jetzt endlich mal unseren perfekten Erben auf die Welt bekommen, denn wir haben ja schon so viel erreicht. Eigentlich haben wir alles erreicht. Wir haben unser Bestreben abgeschlossen, wir haben unser Sammelobjekt abgeschlossen und wir haben unsere Karriere auf Level 10, was wirklich absolut insane ist, was wir alles geschafft haben. Und Shelly, Hallöchen, Conny, willkommen zurück. Wir werden jetzt hier auf Twitch gleich weitermachen mit unserer Pferderanch Rex Riches. Für euch, ihr Lieben, auf YouTube beende ich die Aufnahme. Gerne bis zum nächsten Mal. Schreibt mir gerne wie immer eure Ideen in die Kommentare. Ich freue mich drauf oder wir freuen uns drauf. Und tschüssli, ihr Lieben, auf YouTube.